Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Ich möchte heute mit dir eine kurze Yoga-Sequenz machen zum Thema Energie. Und zwar ist die wunderbar geeignet, zum Beispiel am Morgen nach dem Aufstehen, um so richtig den Kreislauf in Schwung zu bringen. Oder auch unter Tag, wenn du das Gefühl hast, du brauchst nur so einen richtig schönen Energy-Boost, dann hilft dir diese Sequenz weiter. Wir fangen an mit einer kleinen Atemübung, einer dynamischen Atemübung, die schon mal den Kreislauf in Schwung bringt. Dazu streckst du deine Arme zur Seite aus, klappst die Handflächen nach oben und legst dann deine Hände auf deinen Schultern ab. Mit dem Einatmen drehst du deinen Oberkörper nach rechts, mit dem Ausatmen schwingst du rüber nach links, bringt erste Dynamik in die Wirbelsäule und weckt zu den ganzen Oberkörper ein bisschen auf. Wir machen das Ganze 10 Mal. Einatmen nach rechts, ausatmen nach links, kräftige Atemzüge durch die Nase und los geht's. Wunderbar. Einmal kurz nachschütteln, ganz auf der Matte ankommen und dann geht's direkt weiter. Bleib ruhig im Fersensitz sitzen. Wenn dir das zu unangenehm ist, kannst du auch jederzeit in den Schneidersitz dich auf eine Decke setzen oder auf einen Block, sodass du eine schöne aufrechte Haltung findest. Wir machen weiter mit der Dynamisierung der Wirbelsäule und zwar mit Kuh und Katze im Sitzen. Bring dazu deine Hände rechts und links von deinem Oberkörper in eine 90-Grad-Stellung. Mit dem Einatmen zieh deine Arme nach hinten. Deine Brust weitet sich nach vorne, leichte Rückbeuge. Mit dem Ausatmen kommen in den runden Katzenbuckel, Arme gehen nach vorne. Und wieder mit dem Einatmen ganz viel Raum schaffen für dein Herzchakra. Ausatmen, runder Rücken. Und dann machst du es noch 2 Mal in deinem eigenen Rhythmus. Eine wunderbare Möglichkeit, die Wirbelsäule ganz sanft aufzuwecken. Super. Und wir werden langsam noch etwas dynamischer, bringen unsere Beine noch mit in den Bewegungsrahmen. Mit dem Einatmen kommst du nach oben, die Arme strecken sich nach oben, dein ganzer Körper wächst Richtung Sonne. Ausatmen, du kommst zurück in deinen Fersensitz. Einatmen, Hände gehen ein bisschen nach hinten, ganz sanfte Rückbeuge. Ausatmen, bring die Stirn zur Matte, Haltung des Kindes. Und dann diese Routine nochmal einatmen, wachs Richtung Himmel, ausatmen, in den Fersensitz, einatmen, sanfte Rückbeuge, ganz viel Raum für deine Brust schaffen und ausatmen, in den Fersensitz, Verbindung zur Erde schaffen, Position des Kindes. Ein letztes Mal einatmen. Länge schaffen, ausatmen, in den Fersensitz, einatmen, Schultern zurück, Rückbeuge und ausatmen. Bring die Stirn zur Matte, spür die Verbindung zur Erde. Wir gehen einen Schritt weiter, einatmen, in die Länge. Ausatmen, direkt in die Position des Kindes, diesmal mit Armen nach vorne. Einatmen, komm nach vorne auf deine Matte, in die Cobra. Schau, dass du nicht zu viel Gewicht auf deinen Händen hast, sondern dass dein Rücken atmet. Und ausatmen, wieder in die Position des Kindes. Lass uns auch den Kreislauf nochmal machen. Einatmen, Länge schaffen, ausatmen, in die Position des Kindes, einatmen, mit der Nase auf der Matte entlang, komm nach vorne in die Cobra und ausatmen,
zurück ins Kind. Ein letztes Mal in dieser Dynamik Länge schaffen, ins Kind, Verbindung zur Erde spüren. Auf der Matte entlang, nach vorne, in die Cobra und mit dem Ausatmen zurück ins Kind. Nimm hier einen tiefen Atemzug, spür ganz bewusst nach, was sich in deinem Körper getan hat. Wie sich dein Atem bewegt, wie du mit jedem Atemzug neue Energie aufnimmst. Und dann wander hier mit deinen Händen nach links, sodass wir auf der rechten Seite in den Stretch kommen. Und jetzt atme ganz bewusst in deinen rechten Rippenbogen. Schaff hier Platz zwischen den Rippen. Stell dir vor, wie sich deine Lungen hier so richtig ausdehnen. Und mit dem nächsten Einatmen wander mit deinen Händen nach rechts. Führ den Stretch auf der linken Seite und auch hier wieder bewusst in den linken Rippenbogen einatmen, Raum schaffen. Mit dem Atem hier deinen Körper sanft durchmassieren. Wunderbar. Dann komm wieder zur Mitte. Roll dich Wirbel für Wirbel nach oben. Wir kommen hier in den Zehensitz. Auch hier wieder, wenn das für dich unbequem ist, du Probleme mit deinen Zehen oder Füßen hast, finde den Sitz, der bequem ist, sodass du aufrecht sitzen kannst. Wir machen weiter mit unseren Handgelenken. Kreisen in die andere Richtung. Einmal die Finger ineinander verschränken, nach vorne durchdrücken. Nach oben ziehen. Auch hier darauf achten, dass die Schultern schön von den Ohren wegbleiben. Ganz bewusst Länge schaffen. Wieder nach vorne runterholen. Und dann nimm deine rechte Hand, um deine linke aktiv zu dehnen. Einmal nach hinten und dann auch nach vorne. Und wir machen das gleiche mit der rechten Hand. Einmal nach hinten, einmal nach vorne. Und dann komm hier runter, löst deine Füße wieder vom Boden. Einmal nachklopfen, dass die Zehen wieder schön aufwachen. Wunderbar. Dann bleiben wir hier im Vierfüßlerstand und gehen nochmal an unsere Seiten. Einatmen, bleib in der neutralen Position, ausatmen. Geh über die linke Seite, schau deinen linken Oberschenkel an oder in Richtung deines linken Beines. Einatmen, komm zurück zur Mitte. Ausatmen, schau dir dein rechtes Bein an. Einatmen, wieder zur Mitte. Und dann mach auch das in deinem Rhythmus. Noch zweimal zu jeder Seite mit dem Ausatmen. Beug dich aktiv zur jeweiligen Seite. Mit dem Einatmen komm wieder in die neutrale Position. Schau, dass deine Hüfte und deine Schultern schön parallel zum Boden bleiben. Wunderbar. Dann kommen wir einmal in die Bauchlage. Wir machen noch ein, zwei Rückbeugen, um den Rücken aktiv aufzuwecken. Deine Hände sind unter deinen Schultern. Leg ruhig deine Stirn einen Moment auf der Matte ab. Und dann mit dem Einatmen komm aus der Kraft deines Körpers in die Rückbeuge. Möglichst wenig Gewicht auf den Händen. Ausatmen. Wieder zur Matte. Einatmen, komm wieder nach oben
Es ist völlig egal, wie hoch du kommst. Wichtig ist, dass es für dich in der jetzigen Situation der richtige Grad der Dehnung und der Streckung ist. Und ein letztes Mal. Diesmal bleiben wir oben in der Cobra. Wenn du etwas intensiver gehen möchtest, dann nimm deine Hände dazu. Und auch hier bewusst mit dem Atem immer wieder frische Energie aufnehmen. Der unterstützt dich in jeder Situation. Atme nochmal tief ein, bring die Hände zurück zum Boden. Die Stirn zum Boden. Einen Atemzug bewusst nachatmen. Und dann drück dich wieder hoch in den Vierfüßlerstand. Stell die Zehen auf, komm von hier direkt in den herabschauenden Hund. Füße sind ungefähr hüftbreit auseinander, Hände ungefähr schulterbreit. Steißbein zieht Richtung Himmel. Rücken ist gerade und dann mach hier die Bewegung, die sich gerade gut anfühlt. Zum Beispiel Knie beugen und strecken. Bisschen mit der Hüfte wackeln. Was auch immer du gerade in diesem Moment brauchst. Wunderbar. Dann machen wir hier noch eine kleine Kraftübung. Von hier komm auf deine Zehenspitzen und dann fühl, wie wenn eine Welle durch deinen Körper geht und du kommst nach vorne in die Planke. Zwei Atemzüge hier halten. Gerader Rücken, starke Mitte und dann mit dem nächsten Einatmen wie eine Wellenbewegung wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Super. Das machen wir nochmal. Komm auf deine Zehenspitzen und dann wie eine Wellenbewegung nach vorne. Auch hier wieder zwei starke Atemzüge, starke Mitte. Fersen ziehen nach hinten und mit dem nächsten Einatmen roll dich einmal wieder zurück in den herabschauenden Hund. Super. Und dann lauf hier mit deinen Füßen nach vorne. Wir kommen zum Abschluss noch in die Vorbeuge. Lass hier ruhig deine Knie gebeugt. Dein Rücken kann rund sein. Nutzt die Kraft der Schwerkraft, um deine Wirbelsäule hier ganz lang werden zu lassen. Greif gern deine Ellenbogen, lass Nacken und Schultern ganz locker. Beweg deinen Kopf ein bisschen, ja, ja, nein, nein. Wipp auch gern ein bisschen. Lass dich hier so richtig hängen. Und dann löst zum Abschluss die Arme, beug deine Knie noch ein bisschen mehr. Und roll dich dann Wirbel für Wirbel ganz langsam nach oben. Kopf kommt ganz zum Schluss. In die Berghaltung. Werd groß. Spür hier die Verbindung zur Erde. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug ganz tief in den Bauch. Durch den Mund ausatmen. Und dann hoffe ich, dass diese Übung dir neue Energie gegeben hat und dass du jetzt gestärkt in deinen Alltag starten kannst. Bis zum nächsten Mal.